Ja, ich möchte auf jeden Fall, dass mal wieder 3 Punkte eingefahren werden. Das ist ganz klar. Ich glaube, dass die Nürnberger jetzt eine richtig gute Serie hatten, die jetzt jüngst gegen St. Pauli endete mit einem 1:1 Unentschieden. Und ja, ich glaube einfach, dass wir aus der vorletzten Saison, wo wir beide Spiele gegen Nürnberg 1:0 verloren haben, dass wir da noch was offen haben. Und ich wünsche mir einfach, dass zum einen die Mannschaft Vollgas gibt, dass sie nicht an sich zweifelt, sondern weiter mutig nach vorne spielt und trotzdem eine gewisse Absicherung nach hinten nicht vernachlässigt. Das war so ein bisschen der Knackpunkt auch vielleicht gegen 1860 München. Ja, und zum anderen wünsche ich mir, dass vor allem auch auf den Rängen, ich habe es ja jetzt gegen Union live miterlebt, da war eine super Stimmung bis zum 1:1 und danach kriegen wir das 2:1 und dann war es gerade auf der Tribüne mucksmäuschenstill und da wünsche ich mir, dass wir ja auch bei einem negativen Spielstand Vollgas geben, nicht nur unser OP-Block, unsere Ultras und so ein bisschen die neue Tribüne, sondern dass alle Stimmung machen. Es ist momentan auf der Baustelle sowieso schon schwierig für die Spieler, gerade wenn man auf der unteren Hälfte spielt, wo wenig Stimmung aufkommt. Und da müssen wir, denke ich, von den Rängen Stimmung machen. Und das wünsche ich mir halt von den Zuschauern. Ich werde dort auch definitiv mitmachen und werde dort auch mitsingen. Deswegen lasst uns Gas geben, lasst uns die 3 Punkte im Erzgebirge behalten und lasst uns endlich mal wieder einen Gegner schlagen.